Korsika, Insel der Schönheit. 182 Kilometer lang, 83 Kilometer breit und mit einer Oberfläche von 8700 Quadratkilometern liegt sie 170 Kilometer vom französischen Festland, 83 Kilometer von Italien und 12 Kilometer von Sardinien entfernt. Schon vor 7000 Jahren bewohnt, wechselte sie immer wieder den Besitzer. Viele Kulturen erhoben Anspruch auf diese Insel im Mittelmeer und Berühmtheiten wie Napoleon wurden hier geboren. Heute ist Korsika ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber. Doch auch Nachtschwärmer, Liebhaber der Haute Cuisine, kulturell Interessierte, Sporttaucher und andere Wassersportler finden hier Möglichkeiten, ihre Leidenschaft zu frönen. Und schon seit Jahrtausenden nach die Brandung oftmals wütend in den Ufern von Korsika. Und seit jener Zeit, als der Mensch lernte, das Mittelmeer mit Schiffen zu befahren, werden seine zerbrechlichen Fahrzeuge immer wieder Opfer der zornigen See. Wie die Schiffe der Antike aussahen, ist nur spärlich überliefert. Den Archäologen dienen nur antike Malereien und Mosaiken als Informationsquellen. Doch diesmal sind die Archäologen Überbleibseln eines möglicherweise sehr alten Schiffes auf der Spur. Tauchpionier Wolfgang Schulthas hatte einst einen antiken Angelstock gefunden. Doch nun droht die Entdeckung durch wohlhabende Antiquitätensammler. Können die Unterwasserarchäologen den Ankerstoff noch vor den Antiquitätensammlern retten oder kommen sie zu spät? Mit dem zum Forschungsschiff umgerüsteten Tauchboot, der Galiot von Günther Heyer, gehen die Unterwasserarchäologen der Degowa auf Antwerpen. Doch bevor es richtig losgeht, hat der Expeditionsleiter Dr. Hans-Günther Martin zu einer kleinen Konferenz an Bord der Galiot geladen. Die deutschen Archäologen werden bei ihrem Vorhaben, den archäologisch wertvollen Ankerstock zu bergen, von Frau Dr. Bernard van der Drasen, der französischen Unterwasserarchäologiebehörde, unterstützt. Hier an Bord werden lebhaft noch die letzten Details besprochen, bevor die Archäologen der Degowa dann endlich in See stechen können. Wolfgang Schulthas kennt sich hier in der Gegend aus und er weiß, es droht lustig wohlhabende Sammler. Wenn der eine sich rumdreht, bückt der andere sich schon und nimmt das weg, was der andere praktisch im Rücken hat. Dieses Mitnehmen ist hier so professionell geworden. Es gibt es nicht in den letzten Jahren. Fundstellen, die fast null betaucht waren, sind innerhalb von ein, zwei Jahren vollständig verschwunden, eliminiert worden. Mit professionellen Geräten. Und zwar von ganz bestimmten bekannten Stellen, wo alle zusammenarbeiten in irgendeiner Art und Weise. Die Strömung kommt meistens von hier oben und zieht hier runter über die Fläche. Die Fläche ist sehr breit und hier hinten sind wir große Felsen. Den Anker, den wir suchen, liegt hier in der Reihe am letzten Felsen. Hier haben wir Sandgrund. Aber gestern war die Strömung so, dass auch hier ein enormer Strömungsdruck war. Also bei der großen Strömung, nicht ohne Unterwasserscooter auf diese Fläche. Also wenn einer schon hier ist, dann wird höchste Zeit, dass er hochkommt. Dann ist wahrscheinlich. Ich muss runter. Von oben kann ich, dann hat sich etwas geändert. Ja. Ich muss sicherheitshalber runter, weil wenn die Steine ähnlich aussehen, ist das falsch. Ich schaff das schon. Komm. Was sagt dein GPS? Senkrecht nach oben und dann vorwärts nach unten. Dann fragst du, wohin zu gehen. Während Wolfgang uns versucht, den Ankerstock wiederzufinden, werden die Archäologen von den französischen Behörden aus der Luft beobachtet. Wolfgang weiß, von der Wasseroberfläche aus wird er die Stelle wiederfinden, auch wenn er viele Jahre nicht hier gewesen ist. Panasonic
glaube ich. Und dann endlich hat er sie. Er wird der Erste sein, der die Stelle nach Jahren wieder betaucht. Aber eine Frage ist immer noch offen. Ist der Ankerstock auch noch dort? Der Ankerstock liegt in ungefähr 20 Meter Tiefe, direkt in der Meerenge von Cavallo und Lavezzi. Und dann direkt vor ihnen die beiden bezeichneten Felsblöcke. Aber wo ist der Anker? Nach kurzem Suchen im Sand finden die Taucher dann auch den Ankerstock. Bis jetzt weiß keiner genauer was über den Ankerstock. Zwar hat Wolfgang damals den Ankerstock so gut es eben ging vermessen und gezeichnet und auch eine Inschrift meinte gesehen zu haben, aber mehr weiß man nicht. Aber alleine die Inschrift macht den Anker zu einer Besonderheit. Allen Anschein nach ist der Ankerstock auch der Gesuchte. Doch scheint er etwas größer zu sein als von Wolfgang beschrieben. So ein bleierner Ankerstock ist nur ein Teil eines kompletten Ankers. Der Rest des Ankers war aus Holz und ist nun nach vielen hunderten von Jahren nicht mehr vorhanden. In diesem Loch, dem Kasten, steckte einst ein dicker hölzerner Schaft, an dessen unteren Ende sich die beiden großen Ankerschaufeln befanden, während am oberen Ende das Tau, welches das Boot vor dem Abtreiben sichern sollte, mit einem großen Ring befestigt war. Um den Anker zu heben, müssen ihn die Archäologen zuerst freilegen und dann mit luftgefüllten Hebesäcken an die Wasseroberfläche transportieren. Das muss allerdings sehr gefühlvoll geschehen, denn werden die Hebesäcke ungleichmäßig gefüllt, besteht die Gefahr, dass sich der Ankerstock selbstständig macht und aus den Haltetauen rutscht. Endlich ist der Ankerstock frei und hat sich von der Verkrustung am Meeresboden gelöst. Damit die Hebesäcke gleichmäßig gefüllt werden können, wird der Ankerstock auf zwei Felsblöcke aufgebockt und die Hebesäcke weiter gefüllt. Jetzt ist ein kritischer Zeitpunkt gekommen. Der Ankerstock beginnt nun fast an die Oberfläche zu schweben. Aber die Archäologen müssen an allen Hebesäcken denselben Auftrieb haben. An den Tauen zerren nun viele hunderte Kilo Luft. Das Reißen eines Taues kann hier dramatische Folgen haben. Und dann endlich. Der Ankerstock schwebt nach oben, der Meeresoberfläche entgegen. Einmal in Fahrt ist er nicht mehr zu bremsen und schlägt fast in das Forschungsschiff ein. So schnell wie der Anker können die Taucher nicht hinauf zur Wasseroberfläche. Sie müssen noch langsam den Stickstoff aus dem Körper abatmen, damit sie nicht die Taucherkrankheit bekommen. Der Rest ist nun Routine. Der Ankerstock wird an den beiden Kränen der Galiot befestigt und zurück in den Hafen von Bonifacio geschleppt. Gut. Und die anderen auch, ja. Doch noch einmal wird es gefährlich. Der Sturm und die Wellen nehmen zu und bringen das Schiff oftmals heftig ins Schlingern und Schaukeln. Werden die Taue den Anker halten können? Sind die Hebesäcke noch dicht?
schalten die beiden Kräne den schweren Anker aus und ist es sicher, dass der Anker nicht einen Leck ins Boot schlägt? Dies sind alles Fragen, die dem Kapitän durch den Kopf schießen, als er sich durch die schwere Dünung den Weg zurück in den Hafen bahnen muss. Doch schließlich tauchen die schroffen Felsen von Bonifacio auf und alle können nun innerlich wieder aufatmen. Das Schwierigste ist nun geschafft. Jetzt muss der Anker nur noch aus dem Wasser geschafft und auf den Transporter geladen werden. Dann noch kurz eine erste Dokumentation und Vermessung, bevor der Ankerstock schließlich ins Museum von Sardin gebracht wird. Für Wolfgang ist nun ein wichtiger Moment gekommen. Endlich kann er den Ankerstock ohne Tauchanzug anzuhaben aus allen Perspektiven betrachten und fotografieren. Ja, es ist der älteste Typ von Anker. 37 mal 38, circa 38. 27,5. Beginnt nun die eigentliche Arbeit. Der bleierne Ankerstock wird nun wissenschaftlich ausgewertet. Ein Modell, das im Computer erstellt wurde, vermittelt eine Vorstellung, wie der Anker ausgesehen haben mag. Dieser Anker war wohl der letzte Anker, der Notanker, der heilige Anker eines römischen Handelsschiffes, das hier vor fast 2.500 Jahren in Seenot geriet. Es ist der heilige Anker, ich denke auch. Ja. Es ist ein recht großer. Heiliger, ja. Was heißt Heiliger? Der Notanker, der nie zum Einsatz kommt. Ah ja, also der letzte Anker. Ja, der letzte Anker, wenn alle anderen fort sind, dann kommt der heilige Anker. Der ist auch fort. Und der ist jetzt auch fort, ja. Und der ist jetzt auch fort, ja.